Hey Leute, Retro Joe hier und heute gibt's richtig was auf die Mütze mit Turtles 2 The Arcade Game fürs NES. Habe ich noch nie gespielt, lernen wir jetzt zusammen kennen, ist aber damals, glaube ich, so ziemlich das eins der beliebtesten Koop-Spiele auf dem NES gewesen. Umsetzung der Arcade-Version, wie der Titel schon sagt, und quasi Vorgänger von Turtles 4, also Turtles in Time. Und das kann ja nichts Schlechtes sein. Dann starten wir doch mal mit einem Turtle natürlich. Mein Favorite ist Raphael, aber wir versuchen es heute mal mit Michelangelo. Ich habe heute Bock auf Michelangelo. Feuer, hang on April. Also natürlich müssen wir mal wieder April O'Neil wahrscheinlich aus den Klauen der Foot Gang retten, beziehungsweise Shredder und seinen Hiwis. Kritters, wie er sie in der Cartoon-Serie immer so schön nannte. So, das ist Springen, das ist Schlagen. Ja, da geht doch gleich ab hier. Grafik, ja, geht okay. Also für NES-Verhältnisse ist das, glaube ich, ganz ordentlich. Ist natürlich jetzt nach heutigen Maßstäben und wenn man Turtles 4 kennt oder auch die, das zweite oder dritte Gameboy-Spiel von den Turtles, nicht unbedingt jetzt was einen hier tierisch vom Hocker reißt. Die Mucke geht aber auf jeden Fall ab. Steuerung geht auch in Ordnung. Ich werde für meinen Geschmack ein bisschen zu oft getroffen hier von den Fußsoldaten. Kleiner Fun-Fact am Rande. Die ersten Entwürfe der Teenage Mutant Ninja Turtles waren von Eastman und Laird quasi so eine Art Persiflage auf hauptsächlich Daredevil-Comics von Marvel. Denn Daredevil hat es ja immer mit dem Ninja-Clan der Hand zu tun und die Turtles natürlich mit dem Foot-Clan, also den Füßen. Das waren so die kleinen Persiflages auf die Kollegen aus dem Hause Marvel. Ich weiß nicht genau, ob die damals irgendwie Beef mit denen hatten oder ob die einfach bei denen keinen Job gekriegt haben oder so. Aber oder ob die einfach nur Fans waren, kann natürlich auch sein. Aber ich mag so kleine Titbits an Informationen und useless knowledge immer. Und Turtles gehört auf jeden Fall mit zu meinen absoluten Lieblingsfranchises. Das war nach He-Man und den Masters of the Universe, als ich ein Kind war, so meine zweite große Liebe, was Cartoons und Spielzeug anging. Und ich habe es in meinem Review von Turtles in Time schon erwähnt, meine Mom hasst die Turtles. Denn bevor es die Turtles gab, wollte der kleine Joe keine Pizza essen. Als er dann die Turtles kannte, gab es eigentlich nichts anderes mehr. Pizza ist natürlich super, Pizza geht immer. Und das habe ich persönlich den Teenage Mutant Ninja Turtles zu verdanken. In Europa hießen die natürlich auch Teenage Mutant Hero Turtles. Hauptsächlich, weil zumindest in UK und in Deutschland das Wort Ninja so ein bisschen nicht als kindgerecht wahrgenommen wurde. Und in der Cartoonshow, die in Deutschland ausgestrahlt wurde, sieht man auch außer im Intro Michelangelo nie mit seinen Nunchakus irgendwie rumhantieren, sondern er hat ja immer nur so einen Enterhaken an einem Seil. Und auch das lag daran, dass Chakus damals hier als gefährliche Waffen quasi nicht zugänglich gemacht wurden und verboten waren. Wenn mich meine Erinnerung da nicht arg täuscht. Und auch in dem Film, in dem ersten Kinofilm, der ist für Deutschland auch da ein Stück weit angepasst worden, dass Michelangelo niemanden mit den Chakus tatsächlich direkt angreift. Im zweiten Teil gibt es ja dann die Szene, wo er da irgendwie mit so ein paar Salamis da die bösen Jungs vertrimmt. So als zumindest kleinen Hinweis, aber einen richtigen Chakuk-Angriff gibt es in der deutschen Version von dem Film nicht. Die US- oder die ungeschnittene Version davon habe ich ehrlich gesagt nie gesehen. Ich habe die Filme in sehr guter Erinnerung, allerdings habe ich ein bisschen Angst, die heute nochmal zu gucken. Ich kann mich nämlich erinnern, dass die gespickt waren mit so cartoonmäßigen Geräuschen. Auch wenn der Tonus des Films eigentlich eher, wenn man diese Geräusche jetzt mal weglässt, relativ nah an den Comics ist und nicht so sehr an der Cartoon-Serie. Denn die Cartoon-Serie unterscheidet sich, was Tonalität, also was das düstere Setting angeht, schon doch stark von den ursprünglichen Comics der Ninja Turtles. Die waren nämlich deutlich düsterer gehalten. Und als es dann daran ging, das Spielzeug zu verkaufen und die Cartoon-Serie zu machen, musste das Ganze natürlich kindgerechter gestaltet werden. Und so hat sich das dann alles so ein bisschen ergeben, dass es da zwei Ausrichtungen gab. Also die Comics waren immer, die richtigen Comics, nicht die, die jetzt auf dem Cartoon basierten, die waren halt immer deutlich düsterer. So wie halt auch der erste Film. Der zweite war ja dann auch wieder schon deutlich mehr Comedy. Und erstaunlicherweise, wenn man sich mit den ursprünglichen Turtles-Comics auskennt,
muss man auch zugeben, dass der erste Turtles-Film, was die reine Rahmenhandlung angeht und auch so ein paar Kameraeinstellungen, ziemlich nah an den ursprünglichen Schwarz-Weiß-Turtles-Comics ist. Und das ist auch ziemlich cool. So, ein Leben haben wir, also zwei Leben haben wir schon verloren. Das ist jetzt unser letztes Leben. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Leicht ist das Ganze hier nämlich nicht, vor allem nicht, wenn man nebenbei noch irgendwie quatscht und erzählt. Was denn eure Lieblingsversion der Teenage Mutant Ninja Turtles? Ich persönlich fand die Nickelodeon-Serie, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist, ziemlich geil. Also diese computeranimierte, die fand ich richtig cool. Die war zwar kindgerecht, hat aber trotzdem auch deutlich mehr von der eigentlichen Vorlage beinhaltet. Und auch, dass Krang da nicht ein Krang war, sondern halt tatsächlich irgendwie ein ganzes Volk gewesen ist, fand ich auch ganz cool. Den Shredder fand ich da super dargestellt. In der Cartoonserie war Shredder ja auch immer irgendwie so nicht wirklich eine Bedrohung, sondern eigentlich eher so ein Vollhorst. Trotzdem gehört er mit Skeletor zu meinen absoluten Lieblings-Fernseh- und Filmschurken. Was ist denn mit den Viechern hier? Gehen die mal kaputt oder was? Ich muss mich hier mal gerade konzentrieren, sonst bin ich hier ganz schnell weg vom Fenster. Also, wie gesagt, was haltet ihr generell von den Turtles? Was sind eure was ist eure Lieblingsversion der Turtles? Und bitte sagt nicht, ihr mögt die Michael Bay Turtles-Filme. Also, der zweite war ja halbwegs okay, aber, also Out of the Shadows. Aber der erste, das war ja Gott verboten, das war ja mehr oder weniger nur die April O'Neil Show. Weil Michael Bay natürlich sein Lieblingshäschen, wie heißt die alte noch? Ich kann mir den Namen gar nicht merken. Megan Fox da engagiert hat. Oh, ich glaube, jetzt haben wir sogar noch den ersten Bossfight gleich. Wenn ich das noch überlebe. Ich habe ja nur noch zwei Lebensklötzchen. Ja. Ich glaube, es ist Rocksteady, der da jetzt rauskommt. Das habe ich schon mal in irgendwelchen Videos gesehen. Es ist Rocksteady. Oh, da tritt er mich in die Wand. Ja, gerade noch ein bisschen spannend. Ich würde diesen Bosskampf echt gerne noch. Na, da war leider nichts mehr zu machen. Game over. Nicht mal ein Continue oder was? Das heißt, man hat drei Leben, um das ganze Ding durchzuspielen. Ah, ne, drei Continues. Egal, wir belassen es jetzt dabei. Ich habe genug über die Turtles gequatscht. Wie gesagt, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von den Turtles haltet. Das war's von mir. Retro Joe out und Cowabunga.